Was haben wir denn noch? Elixier. Warte mal, Blitzschaden hatten die irgendwie. Davon habe ich doch nur 7 Stück. Blitzwiderstand. Alles klar. Okay. Ah, da sehe ich schon ein paar Schlangen. Hab die gerammt. So ganz kleine Schlangen. Gehen wir einfach nur runter, kommt nur der Boss. Okay. Ein bisschen zu viel Bild habe hier gerade. Ah, der Gegner. Oh mein Gott, sie sind tot. Gift, wie nett. Das ist ein Mapper. Da ist noch einer. Schon wieder so Animus sammeln. Ich habe das Gefühl, das sind immer die schwierigsten Dungeons, wenn wir so Animus Dinger sammeln müssen. In den Gegnern. Ah, ich bin noch nicht bereit. What? Ah, ich kann mich nicht bewegen. Hier sind diese komischen Laserstrahlen, die hier einen betäuben. Ja, ja, so Scheinwerfer, ne? Ich habe noch nie Scheinwerfer gesehen, die auf einen schießen, aber okay. Ich weiß nicht, wo du da lebst dann. Ne? Ausgereiftes Ei mit erhöhtem Leben. Warum halten die so Eier so viel aus? Werf Suppe auf euch. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott, Eis. Autsch, ich bin tot. Ah, darf ich mich bewegen? Danke. Wie ist das? Alla. Ja, ich habe gesehen, da der Eis ist. Ich bin weggerannt und dann hat mich der Eis gekillt. Ich muss mal. Eis, ich brauche. Guck mal mit deinem Eis. Ey. Ja, ich sehe das nicht. Ich guck gerade auf den Gegner da. Da sehe ich nicht, wenn irgendwas hinter mir spawnt. Verstehe. Ich verstehe bis heute nicht, wie du gerade nicht sehe. Das ist gut für eine Pedipil-Gesicht aus. Ich sehe den Golem da gegen dich, gegen den fetten Klops dagegen, den ich am Kämpfen bin. Sieh nicht, was um mich herum passiert. Also so einen großen Fernseher, oder? Ich muss eine Sache konzentrieren, ey. Also so einen großen. Wenn ich auch nur auf das Eis achte, dann sehe ich nicht, was die Gegner machen. Hört sich für mich so an, als hättest du irgendwie so einen gigantischen Fernseher und müsstest du deinen Kopf irgendwie um 90 Grad drehen, um irgendwie, ja, irgendwie um eine Ecke des Bildschirms zu sehen. Ich habe doch nur so einen kleinen Fernseher. Ja, ich glaube, ich spiele auch noch auf meinem PC-Bildschirm. Deiner ist trotzdem noch größer als meiner, er ist auch noch kleiner. Ich bin noch
Da. Da. Ich muss warten. Da habe ich halt immer Giftwiderstand trinken sollen. Mit dem für kleinen Schlängelchen. Warum kann ich den Trank? Was? Ich habe gerade einen benutzt. Oder? Ich brauche Zeit. Okay. Stufe 33 geht auch noch. Bis jetzt. Okay. Jetzt der Boss kommt. Wenn jetzt schon der Boss kommt, ne? Dann war das ziemlich easy. Ich muss warten. Eine Barriere wurde aufgehoben. Ich weiß irgendwie sagen, jetzt müssen wir herausfinden, was für eine, aber ich sie direkt vor uns. Es könnte jeder gewesen sein. Eine Falle. Nein, nein, ich darf mich verhängen. Oh, alles ist tot. Okay. Wo ist das Eis? War da Eis? Ja, ich glaube da. Ich habe kein Eis gesehen. Ich glaube, da war der rote Kreis da. Was für Eis? Dann war ich nicht eingefroren. Ich
In der Welt des Weges existiert einfach kein Eis. Ich sehe das. Ja, ich glaube, da war der rote Kreis, der da aufgetaucht ist. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Aua, aua, aua. Nicht prügeln, bitte, danke. Du nimmst doch gar keinen Schaden, was ist denn da rum, ja, Mann? Ja, ich tue mich mal blitzschnell heilen. Guckst du eigentlich auch diese hier, diese eine Anime hier, Frieren? Das ja, der soll super gut sein. Ja, ich höre überall den Namen davon. Ja, die haben alle da deutsche Namen in der Serie. Der eine heißt Denken, der andere heißt Stark. Ja. Und jede Person, die irgendwie, die ich darüber reden gehört habe, die sprechen dann natürlich alles falsch aus. Ja, ja, I watched this new anime called Frieren. Ja, das ist Deutsch da. Und die, ja, das ich weiß. Es hat selber mir mit Elfenlied. Es sind ganz interessant, da geht's halt nicht. Die Reise, um den Dämonenkönig zu besiegen, sondern danach. Was danach ist, nachdem der besiegt ist. Okay. Frieren ist der Hauptcharakter, es ist ein Elf. Ja, dieses Elfmädchen, oder? Ja, genau, die ist der Hauptcharakter. Ja, die altern halt extrem langsam. Ja, ja. Der Großteil ihrer Freunde, die sind, der eine, der ist schon tot, der ist an Altersschwäche gestorben. Ja. Oh. Das waren, weiß ich nicht, zwei Menschen und ein Zwerg lebt noch und der eine Mensch lebt auch noch. Die ist jetzt halt, was soll sie jetzt machen? Die hat noch sehr lange zu leben. Das war nur ein kleiner Teil ihres Lebens, den sie da verbracht hat, um den Dämonenkönig zu besiegen. Ja. Alter! Oh. Ja, sehr viel Gold. Ja, mal eine sehr emotionale Serie dann. Ja, ja, genau. Aber. Das ist halt nämlich, was soll sie jetzt mit ihrem Leben anfangen? Ne? Die hat noch sehr lange. Ich erinnere mich irgendwie an das Ende von Tales of Graces. Oh, der Hauptcharakterin, die irgendwie länger leben konnte, irgendwie all die Freunde hier in dem Spiel sind alle gestorben. Ich muss warten. Was? Okay. Surprise Ending. Ja, können wir nichts, ich bin hier im Schild. Ich brauche Zeit. Dann nochmal, woran erinnert dich das? An Tales of Graces, das Ende davon. Oh, und Tales of Spiel, ja. Yeah. Wie Tales of Arise, okay. Und so. Okay. Da war auch eine Hauptcharakterin. Ja, das ist ein bisschen im Prinzip ein bisschen auch Slice of Life, weil. Oh, hier ist noch ein Gegner da. Hier ist ein Ereignis. Soweit ähnliches. Ereignis? Ich nehme mal eine sehr traurige Serie dann, ne? Ja, zum größten Teil ja. Die hat jetzt ein paar neue Kameraden, mit denen sind. Aber die wird ja auch irgendwann überleben. Ja. Die werden, die wird die alle überleben. Das sind alles Menschen halt, ne? Ja. Also auch voll gestört irgendwie. Ne, ich höre überall. Ich höre nur wieder irgendwie jetzt gerade die neueste Hit-Serie ist hier. Ja, das ist sehr gut. Ey. Das ist mal ein interessanter Spin. Ey. Da geht es nicht darum, den Dämonenkönig zu besiegen. Was gab's? Was ist danach passiert? Also, lauter, die haben alle deutsche Namen, die Charaktere da. Der eine heißt Sein, der andere heißt Fern. Das sind alles deutsche Wörter, ey. Ja. Flamme, Serie. Ja. Ah ja, klassische deutsche Namen. Serie Müller. Der eine war der Held, der an Alters. Der hieß Himmel. Hm.
Du hast jetzt wieder die Frage, welche Art von Himmel ist jetzt da gemeint, ne? Sky oder Heaven? Ja. Ja, warte mal, da Weltbus in 51 Minuten. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, irgendein Charakter in der Serie sagt, deutsche Technologie ist die beste der Welt. Ja, ich weiß, worauf du anspielst, Sammy. Hör auf Nazis zu tinsen. Oh, hier ist eine Quest. Wo bin ich gerade? In Jelesna. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Deutsch Kagagüber, Sekaichi. Damit geht also dieser okay. So, du Kollege, was geschnitzter Holzritter, okay. Was ist das? Okay. Was hat von dem gekauft? Er hat so einen geschnitzten Holzritter. Und dann habe ich eine Quest bekommen. Gibt es da keinen Okkultisten? Nein. Seht. Ja, wo bist du? Ich habe den doch schon angesprochen. Ja, hast du den... Ja, ich habe schon. Okay, ja, ich krieg keine Antwort. Ich habe schon ein paar Mal gesagt hier. Ja, ich habe nichts gehört. Mann, Funkloch. Ja, das kann gut sein. So. Okay, wir müssen nach hier. Margrave. Gibt es auch keinen Okkultisten? Ja, ich habe dir eine Actionfigur gekauft. Und bitte. Wo ist die Schokolade? Wir kaufen jetzt einfach irgendwie so eine Puppe und geben die irgend so einen Obdachlosen. Wir kriegen jetzt einen Obdachlosen. Ich dachte, dieser also wir tauschen die Puppe. Wir tauschen die Puppe gegen Obdachlosen ein. Hervorragend. Gefühlt hatten alle. Würde ich lieber die Puppe behalten. Ein alter Holzfäller fertigte sie im Lager bei Lampenlicht aus alten Holzresten. Eines Nachts verschwand er in den Wald. Wir suchten ihn mit den anderen Holzfällern. Doch wir konnten ihn nie finden oder begraben. Glaubt ihr, er ist immer noch irgendwo da draußen? Hat nichts mit der Holzpuppe zu tun. Verzeihung, ihr beschenkt mich und ich belohne euch mit einer Schauergeschichte. Ja, die Puppe wurde von dem Typen hergestellt, von dem Herr Holzfäller. Letztendlich bin ich recht stolz auf den Dienst meiner Mutter. Diese Puppe erinnert mich daran, wie die Ritter einst für uns alle ein Symbol der Hoffnung waren. Ich danke euch aufrichtig. Okay, das war easy. Okay. Bro. Okay. Gut, was haben wir denn hier wieder zur Auswahl an Schifter-Ruinen, die haben wir letztens gemacht. Ja, dann haben wir alles schon hier. Ja. Gruft der Heiligen. Schlangennest haben wir gerade gemacht. Ich habe noch ein Schlangennest. So. Ich habe nur noch das Gefängnis von... Warte mal, haben wir nicht gemacht? Gefängnis von Kallium. Das haben wir doch gerade gemacht. Ja. Ne, jetzt nicht gerade, aber heute haben wir das schon gemacht, oder nicht? Warte, nein, dann habe ich ja gar nichts mehr. Nein, ich habe nichts... Ich muss mal kurz zum keine Ahnung, irgendwo wohl ein Okkultist ist.
Ich habe gar nichts Neues. Oh, ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Nein. Ich habe auch nichts Neues. Wo ist der Okkultist? Warum sieht das Gebiet hier gerade so anders aus? War ja noch nie hell. warte, ich war schon mal hell. Nein. Wolltest du wieder zum Juwelen schmieden dann? Nein, nein. So. Wenn ihr was erledigt haben wollt, sollen wir anfangen. Okay, mal gucken, was ich herstellen kann. Gut, dann nochmal Level 31 bis 35. Noch irgendwas Geiles bitte. Goa Ruin haben wir, Arkans Griff haben wir, verdammt. Nur eine Chance habe ich noch. Blindhöhlen haben wir das ja, ne? Ist bekannt vor. Wir haben zwar schon mal was mit Blinden gemacht, aber ja, Blindhöhlen haben wir. Nein. Aber ich habe nichts zum Dealen. Ich habe offiziell nichts. Okay. Was machen wir denn dann? Was können wir denn noch machen? Also du hast noch irgendwas. Ich bin gerade am Basteln. Alles klar. Wenn nicht, dann können wir ja mal so einen Abstecher machen in so ein Final-Dungeon oder so. Alle übel plus 100 oder nicht? Ja, nicht alle, ne? Nehme ich an. Halle der Sühne, das war das, wo wir gerade waren. Nein, das haben wir schon Maugans Berg, ne? Ja. Verdunkelte Weg. Was ist das eigentlich nochmal? Das ist ein ganz anderes Symbol als alles andere hier auf dieser Karte. Der verdunkelte Weg. Hier mal den einen Zuckertypen können wir aber noch nicht erledigen. Niedergang des Champions haben wir auch, ne? Ja. Gletscherspalt. Ja, Gletscherspalt, das ist doch das, was wir da herstellen können. Beim Okkultisten. Also das können wir ja gerade nicht herstellen. Ja. Also fehlt mir noch 4 Stück, um das herzustellen. Ja, mir glaube ich auch. Ich habe 5, glaube ich. Mal kurz einen Abstecher. Wir haben verdunkelten Weg, um zu gucken, was das nochmal war. Ich glaube, das ist, weil ich irgendwie am Anfang heute angesprochen habe, wo wir so reingegangen sind, und da drin war irgendwie eine Dungeon. Du da alles angesprochen hast immer. Ich gehe da mal rein. Außerdem ist hier nirgendwo ein Altar von Lilith. Hier ist bestimmt irgendwo einer. Im gesamten Gebiet haben wir gar keinen. Aus dem Weg! Ist bestimmt irgendwo einer. Da, guck mal, was ist da? Vielleicht in diesem Häuschen hier. Nee, aber eine stille Truhe. Mach mal auf. Da war nur Geld drin, cool. Boah, das ist einfach eine bekackte Truhe. Ein Level 100er Spieler. Was will er denn?
Bisschen Alter, nee. Na komm schon. Stimmt irgendwo. Hier sind so viele kleine Gassen überall. Ich muss warten. Aus dem Weg. Alles schon. Ich kriege hier wieder nur Sachen, die wir schon haben. Runter. So, gucken, ob das das ist. Ich glaube, hier ist das. Ja. Naja, Sitz der Uralten. Level 80. So. Anderer Spieler. Okay. Ich gehe mal da rein. Guck mal, ob das auch wieder so ein Ding ist hier. Ja, so eine kleine Dungeon mit so einem Ding, mit so einem Altar, wo wir opfern müssen. Ob das eine ganze Dungeon ist oder so. Das ist der Ort, den ich meinte. Hier können andere Spieler reanimieren, indem wir auf ihren Geist klicken. Ich glaube, da ist auch wieder so was. Untersucht blutbefleckter Altar. Ich werde gleiche Layout hier so. Gehen wir aus dem Weg, ich bin auf der Durchreise. Ja, ich glaube, da ist schon wieder so was. Naja. Ah, hierfür bauen wir dieses Blut, exquisites Blut. Aber der ist Level 80. erfordert neun vom Weltbossen und Legionsereignissen gesammelt. Also der eine Zuckertyp ist auf Level 75 und der hier ist auf Level 80. Ich nehme sehr stark an, wir schaffen das nicht. Aber gut zu wissen, dass hier auch so ein Teil ist. Cool, haben wir das auch gelöst. Ein weiterer Ort, wo wir nicht rein können. So, wie ist die Lage bei dir gerade? Ja, gut, ich finde hier nichts. Haben wir alles schon immer. Ja, die Wellbahn war auch schon. Hätten wir vielleicht einen Dungeon irgendwie aufbewahren sollen. Wenn wir jetzt alle recycelt, leider. Au! Machst du da, Daniel? Ich bin gestorben. Warum? Was hast du gemacht? Ich reite durch die Gegend, schaue mich um. So. Altare oder irgendwie sowas zu suchen. Ich habe einen gefunden. Natürlich habe ich einen gefunden. Okay.
Meine ich, da müssen wir ein bisschen hier so weiter nicht. Grausige Gaben oder irgendwie so was einsammeln. Hier sind wieder so orange Sachen. Gequältes Geschenk aus lebendem Stahl. Gequältes Geschenk der Geheimnisse. Kriegen wir da mehr von diesen lebenden Stahldingern? Da wäre natürlich gut. Wir können das Vieh sowieso nicht besiegen, selbst wenn wir das beschwören können. Ja, aber dann haben wir die Dinger wenigstens. Und die wir lieber benutzen können, also, alles klar. Oh ja, boom. Intelligenz. Ja, Intelligenz. Wissen Sie, wieso, ja. Fingerfarm. Nein, Leonidas. Der spartanische König ist gestorben. Dann rennen wir ein bisschen durch die Gegend und suchen ein paar Albtraum Dungeons. Ich bin noch nicht bereit. Ein paar Ereignisse. Wo ist das denn? Verlorene Seele. Ich muss warten. Boah. Aus dem Weg. Mein Gott, sind hier viele Seelen. Ich sorge dafür, bei dir tun die irgendwie mehr Seelen hier droppen. Ach, bei vier. Abstauben. Ich muss warten. So, was ist denn da deiner mit? Er sieht so verdächtig aus. Da, Paragon-Punkt. Machen hier so viele Buffer an mir vorbei. Da sind so orange Kisten. Irgendwo ganz rechts. So. Ob diesmal was Gutes da drin ist. Nicht gut, keine schlechte Idee. Wir gehen einfach mit dem anderen Spieler her. Oh, da ist irgendwas Dickes. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ist ein Schatzgoblin? Was ist ein Schatzgoblin? Komm her, Stück. Wo ist er? What? Oh, kein Schatzgoblin. Und nicht. Alter. Oh, Geschicklichkeit. Auch nicht schlecht. So, warte, hier war gerade ein anderes Zeichen. Ding dong, palim palim. Din. Okay. Also einen legendären Knoten, da gibt man Golem 40% mehr Leben und 100%. Das klingt doch gut, oder? Ich muss warten. Ich hab den noch nicht freigeschaltet. Okay, klingt doch nicht schlecht, ne? 40% mehr. Ich muss warten. Oh, ich will die Glocke kaputt zu hauen.
Oh Gott. Nein. Der hat mich zum Wegrennen gemacht. Ich bin in die andere Gegner am Ende reingekrannt, ey. Schaffen wir nicht. Wir sind 6 Stück von denen erledigen. Yay. Oh, ein Dreizack. Ha. Das kann König Neptun einpacken. Dann war einer von euch ein Albtraum Dungeon. Falle. Oh, kann ich nicht benutzen. Ich habe volles Leben. Stufe 35. Geil. Das ist genau unsere Stufe. Wo wir ja wieder ein paar Mal gelevelt haben, ne? Ja. Da sind wir stärker. Jetzt wollen wir mehr Tafeln haben. Nächste Woche werde ich also one-shotten können. Das machst du doch schon, Daniel. Du one-shotten. Ja. Ja, wo sind die ganzen da? Mein Gott, sind hier überall Seelen. Was ist denn hier passiert? Wo war ich dafür verantwortlich? Weißt du, wer dafür verantwortlich war? Was ist denn für ein Viech? Nein, das ist ein Pottwal. Sehe ich gerade. Nein. Wie sie auf Englisch heißen, Sperma-Wahl. Oh, ja. Ah, Stärke, sehr gut. So, was ist das? So, wie viele Dinger brauchen wir im Pferd? Eine Dinger. 250. Schon nachgeguckt? 250 würde ich sagen. Mit meiner ja. Da waren wir beim letzten Mal auch gebraucht. Oh. Ertrunkener Vernichter, beinahe erreicht.
So, wie viel? 275. Ich habe jetzt 253. Ich habe 231. Ah, ah. Erst mal gucken, was da drin ist. Wenn da nur diese einen Dinger sind. So, noch ein paar. Ah, ich brauche noch 4 Stück. Ah, 77. Okay. Durch. Okay, mach das auf. Nein. Lass mich diese Truhe öffnen. Ich will den Moment genießen. Ich kann nicht, wenn mir jemand zuschaut. So. Okay, da waren 5 Stück von den Dingern drin. Stück. Ich habe jetzt 8 Stück. Von was denn? Von diesen Dingern, die wir ja für diesen Zuckertypen brauchen. Ah, okay. Diese Knochen. Zur anderen orangen Kiste, guck mal, was die braucht. Was haben wir jetzt? 250. Boah. Gemacht. Ja. Okay. Aber ich habe keinen Albtraum dann schon bekommen. Doch ein paar Gegner. Hier ist nichts drin. Gut, dann wollte nicht. Weltboss erscheint in 20 Minuten. Das ist noch so lange. Vorstellen, irgendwie so jeden Tag zu machen. Ey. Bestimmt einige Leute.
Hier so zu farmen, wir irgendwie so. Um ihre beste Equipment oder so zu holen. Ja, ja, ein starker Punkt wieder. Gibt's noch irgendwo einige Quests oder so, die wir machen können? Da auch nicht schlecht. Aber noch was zu tun, ja. Ich renne mal hier ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ich schreie, wenn ich was finde. Ungefähr so. Oh. Können wir eigentlich auch mal uns hier so trennen und einfach durch die Weltgeschichte rennen. Jetzt mal, wenn einer was findet. Aus dem Weg. Ja, auf der ewig währenden, Suche nach einer Quest. Ich habe mal Tage gefunden. Ah, du bist noch hinter mir. Ich glaube, es ist irgendwo ganz anders hingegangen. Nein. Ich bin noch nicht bereit. Ja, mal müssen wir so die ganzen Altäre mal finden. Ganz viele Rehe. Da waren sie nicht mehr da. Ah. Oh ja, grüne See. Noch schon, sonst finde ich immer random irgendwo so eine Quest, aber ich entscheide mich einfach nicht anzunehmen. Weil Wichtigeres zu tun haben. Was ist das hier eigentlich? Fleischhaus. Das ist so ein Keller, aber mit so grausige Gaben. Jetzt mal da reingehen. Ich glaube, da sind wir. So haben wir noch nie gemacht. So ein Keller mit grausige Gaben. Irgendwie. Ich muss warten. Und wie das aussieht. Schon Ewigkeiten immer reingegangen. Ja. Hallo, ja, na. Gibt's hier ultimatives Equipment? Nein, ich versinke. Ja, ich versinke. So, ja, ein Ding aber. Das war der Hammer, Daniel. So, voll Knorke. So, was zum... Was hat er denn da gemacht? Ich bin der Meister der Blitze. Und dann war da rachsüchtiges Opfer. Aus dem Weg! Aber wenn da kein Altar ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Mann, das ist der für den Gegner. Oh. Ich
Ah, die sind schon tot. Da siehst du ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt sind gar keine Baumgegner. Nein, Mario wurde getötet. Oh no. Luigi wird ihn rächen. Jetzt steht der Luigi ist getötet worden. Nicht bereit. Oh, was ist das denn hier? Was ist denn hier los? Geschundene Leiche. Die möchte ich... irgendwann ja, die möchte das Böse haben jetzt unsere Präsenz wahrgenommen, indem ich die Leiche geschändet habe. Die geschändete Leiche untersucht habe, meine ich natürlich. Ich muss warten. Ein Champion ist böse, nehmt eure Herausforderung an. Verloren. Jetzt denn? Ah. Jetzt noch gemerkt, ja, was ist spät. Ja. Oh. Nein, Mario wurde schon wieder getötet. Ich kann nur sagen, jetzt sind wir die Champion. Jetzt sind wir unbesiegbar. Boah. So, das hätte das auch gekillt, ey. Ich muss warten. Was? Bald wird ein grotesker Schuldner auftauchen? Ja, egal. Was? Beben ja, haben. Oh, zum Weg. Wir sind immer noch so viele Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Oh nein, der hat meine Uhr angerufen, der Typ. Shit, der hat die Skorpione geholt. Ja, dieselben Uhren wie ich. Das ist auch irgendwie merkwürdig, wenn der andere hätte. Also, wenn irgendwie den Bruder hättest und der sagt. Aber man hat denn der meine Uhr an? Ich muss warten. Ich kenne den doch nicht. Mario schon wieder getötet. Warum haben deine Geschwister dieselben Eltern? Ah. In den Kreis des Todes. Also. Die sterben einfach, indem sie mich anschießen. Ja, gut. Ah, du kommst näher, großer Fehler. Ja. Ich will auch da rein. Ah. Ich will auch in einen Kreis rein. Hier geht es nicht um dies oder dies, sondern hier geht es um das. Yay. Ha. Oh, kriegen wir ihn ja nächstes Mal. Warum öffnen sich die ganze Zeit Herausforderungen? Die Karte öffnen. Herausforderung abgeschlossen, Daniel. Ja. Ich nicht. Warum nicht? Sicher nicht, was du wieder ohne mich gemacht hast, alles. Ja. Aber ja. Der Altar der Ernte ist aktiviert. Was
das? Oh, zerstört ist. Ich habe eine Quest gefunden. Dem ich so einen Bären getötet habe. Ist bei dir hier irgendwas? Bärentotem. Ja. Ja, 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 haben wir eine Quest gefunden. Buh. Geht mir alles kaputt, wenn ich mit meinem Pferd darüber renne. Ich renne einfach rüber und das zersprengt in 1000 Teile. Irgendwo ein Altar? Wir haben ja noch keinen Altar in der Nähe gefunden. Abstauben. So. Ich habe den jetzt ohne dich gemacht. Nein. Besser. Alter. Das hat ein Altar, ja, ne? Ja. Okay. Dann warte ich. Mehr Willenskraft. Oh, der vermacht Axt. Ich dachte, das wäre eine einzigartige. Hat so komisch geleuchtet. So, wo ist denn die eine Quest, die wir gerade eingesammelt haben? Wo ist das hier? Der zerbrochene Bär. Das ist so weit entfernt. Und überall. In der Nähe von Kerriga. Ist ja nicht eine Käsesorte. Heißt der Ort Fort von Karagor? Der Fort von Karagor. Irgendwann kommen wir an ein Gebiet, das heißt der Fort des bebenden Schreckens. Todes Schnitzel. Felder der Qual, ja. Yeah. Wir müssen jetzt durch das Meer der Trauer schwimmen. Durch den Monsun des Verderbens. Damit wir den damit wir den Apfel der sieben Todsünden kriegen. Und schon wieder eine stille Truhe. Wir warten mal, wenn einer von. Wenn einer von uns die öffnet, öffnet der. Ist das für die anderen auch geöffnet? Nein, Daniel, die Frage, die hatten wir schon mal geklärt. Deshalb muss ja jeder so einen Schlüssel haben. Das wäre ein bisschen gecheatet. Mal noch Müll drin. Es ist eindeutig nicht nur ein Bär, sondern ein Grizzly. Oh nein. Ich kann mir die Verwirrung. Er kann Kung Fu vorstellen, die so der Bär mit sich bringt. Aber er ist ein Grizzly. Mich seiner mit den angemessenen Ritualen entledigen. Das Schicksal, so heißt mein Buch, meine Biografie. Wir wollen hoffen, dass wir so etwas nicht mehr erleben.
schreibe ich über meinen Freund, der verzweifelt.